Hallo Leute, hier aus Bitburg. Ich habe hier eine Maschine. Im Moment ist es noch ein Pflegefall. Ich weiß nicht, wie lange der Motor gestanden hat in dem Rahmen. Derjenige, der das Teil vorher hatte, war auf jeden Fall Künstler. Ich habe jetzt mal den Anlasser drauf gemacht. Selbst hier unten drunter am Motor sitzt, man sieht es jetzt nicht gut, man wird es später besser sehen, ist ein Wasserrohr, was in den Motor reingeht. Selbst das hat der Vorgänger abgebaut, der hat Teile für eine andere gebraucht. Ist kaum zu glauben, was die Leute nicht alles so abbauen. Wie gesagt, hier jetzt haben wir einen anderen Anlasser drauf gemacht. Bleib mal da. Achtung, bei der Geschichte hier unten diese Schraube. Ja, man sieht es. Das ist eine ganz kurze Schraube. Wenn die zu lang wäre, beim Rausdrehen kommt er nicht über den Einfüllstutzen weg. Bei der anderen ist es egal. Ich habe letzte Woche eine ausgemacht mit Hammer und Meißel. Das war sogar mein Motorrad, was ordentlich sein sollte. So, das Problem war bei meiner, wie gesagt, ich kam mit der Schraube nicht über den Einfüllstutzen hier weg. Das geht einfach nicht. Kriegst einen Anlasser nicht rausgezogen. Ja, einmal Hammer und Meißel kaputt. Deckel kaputt. Derjenige, der vorher dran war, hat hier den Einfüllstutzen und diese Verkleidung hier, den Deckel vom Motor, vom Gehäuse jetzt ein Teil, abgehabt und hat dann den Anlasser drauf gemacht mit einer langen Schraube und dann hat den Gehäusedeckel wieder drauf gesetzt. Das war ein Spezialist, ich danke demjenigen. Ja? Vielleicht kriege ich das ja mit. Wie gesagt, Schraube, soweit wie es geht, nach außen, Hammer und Meißel, hat die Sache erledigt. Aber wie gesagt, man braucht einen neuen Deckel dann. So, da ich nicht hier an dem Deckel hänge, habe ich ihn kaputt geschlagen. So, und auf dem Anlasser nachher getauscht. So, die Maschine geht in Westerwald. Hallo Sascha. Wir sind schon mal dran, ne? Der Anlasser jetzt drauf, die Zündkerzen sind raus. Da hat doch einer irgendwelche 0815 reingemacht. Hans und Heini hat da Zündkerzen reingedreht, die waren unter aller Kanone, weiß der Geier. Die eine hat da wahrscheinlich eine Sandhaufe gefunden und die andere im Regal als gute. So, das war schon mal scheiße. Hier haben wir die Lampenhalterung. Einmal abgeschliffen, einmal komplett neu lackiert. Ich finde, sieht gut aus. Unser Kameramann hat sich auch Mühe gegeben. Er hat es geschliffen, ich habe es lackiert. Das Ganze sitzt nachher hier drauf. Pass auf, ich zeig mal jetzt. Wir haben hier für die Halterung der Lampe, haben wir genau hier eine. Hier ist eine Aufnahme für die Halterung. Und auf der Seite vom Motor hier. Die Schraube ist noch drin. Da wird die Halterung befestigt und dann kommt die Maske drauf. So, jetzt gehen wir hin und ich habe es schon in der Hand. Jetzt gucken wir mal der Wahrheit in die Augen oder den Motor mal ins Innenleben. Mal gucken, die Kompression wird gemessen. Einmal eindrehen. Ich bin gespannt wie die Flitschebogen. So, dann ist jetzt der erste Versuch. Jetzt bin ich erst gespannt. Oh, normalerweise 4x12. Wir sind hier über 12. Ich habe kein Öl reingegeben. Normal, wenn ich jetzt Öl reingegeben hätte, würde das noch höher verdichten. Das ist der blanke Motor, wie ich ihn gekriegt habe. So, das war Zylinder Nummer 1. Jetzt gehen wir 2 gucken. Du musst halt aus dem Licht raus. Das wäre es mal der zweite. Das Ergebnis ist schon mal super. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber manchmal wird man ja mal überrascht. So, Zylinder 2. Nochmal. Der kommt auf 12, sobald der mal gelaufen ist. So, gehen wir auf 3.
Ja, gehen wir mal so rein. Sascha, das Moped ist nicht hoffnungslos, der Motor. So. Jetzt Nummer 3. Uiuiui, super, super, super. Nochmal ein. Der letzte. Gib ein bisschen zurück, dass du mich ganz drauf kriegst. So Leute, jetzt der letzte, jetzt kommt's drauf an. Sollte einer, wie gesagt, der eine, der hat, kommt an die 11. Da kann man Ablagerung auf dem Ventil sein, am Ventilsitz. Mehr vermute ich da nicht, vom Stehen logischerweise. Ja, jetzt der vierte Zylinder. Anschließend kommt WD-40 von Öl in die Bohrungen rein. Ich schmiere die Kolben, die Lauflöcher lassen wir dann nochmal durch, dass das richtig nochmal aufgemischt wird und die Zylinder werden dann mal Öl kriegen, die Kolben. Kolbenringe, Ölabstreifringe, da das alles jetzt mal nochmal in das Leben kommt. Es ist im Moment noch kein, so wie es aussieht, Öl im Motor. Aber die drei Umdrehungen hier, die muss er machen. Sonst wenn es nämlich jetzt anders wäre, dann haben wir hier noch 5 Liter Öl in den Dreck geschmissen. Also besser jetzt einmal so durch. So, jetzt, Willi kommt nochmal ran, an die Uhr. So. Das habe ich im Brockenzustand noch nicht gesehen. Aber ich habe auch da rein, eben wo ich die Zündkerzen rausgemacht habe, habe ich da mal reingeguckt. Es war was Feuchtigkeit drin. Kann sein, dass es noch Benzin oder Öl war. Weiß der Geier. So. Jetzt mach mich. Also der Motor ist top. Den können wir machen. Das ist immer das Problem, wenn man einen Motor kaufen geht oder wie jetzt das Rad, wie ich es jetzt hier vor mir habe. Man weiß einfach nichts. Man schreibt auch schon mal Scheunenpfund dabei. In dem Fall war es so ähnlich. Das hat einer gekauft, weil er zwei Stück, also eins hatte und hat Teile gebraucht. Und den Rest hat er seinem Kumpel gegeben und der hat es dann jetzt in Bad Oeynhausen oben in der Ecke war ich die holen, der hat es verkauft. Aber der wusste auch nichts davon, was damit ist. Der konnte nur sagen, so hier ist der Tank, hier ist das, was man auch überhaben davon, von dem Motorrad. Und viel Spaß damit. Also Kollege, nach Bad Oeynhausen, wir haben hier Spaß mit. Den Restspaß, der noch fehlt, den werde ich mit Willi hier zusammenbauen. Und dann haben wir einen weiteren Kollegen, der bei den Eifelbikes hier mit durch die Gegend düst. So, wir machen jetzt vorne Folgendes. Machen wir jetzt weiter. So, das wird auf dem Film jetzt nicht mehr direkt zu sehen sein. Hier ein bisschen zurück. Guck mal, ob du drauf kriegst. Die ganze Partie hier vorne. So, nochmal auf mich. Wird jetzt komplett weggeschraubt, nachdem wir wissen, dass es sich jetzt lohnt. Es wird alles neu lackiert und am Rahmen, der ist, man kann es hier sehen, ich schaue mal nur mit dem Finger drüber. Zeig mal drauf. Der muss nur einmal gut geputzt werden, dann ist das gut. So, also wie gesagt, komplette Kühler, Ölkühler kommt weg. Der Auspuff wird auch nochmal mit einem Pad geschliffen, den kann man noch brauchen. Aber man kann hier auf der Seite erkennen, wo man nach man auf gucken sollte, wenn man nicht genau weiß, was der Motorrad gelitten haben könnte. Hier der Schriftzug ist optimal. Hier oben an der kleinen Rundung ist kein Kratzer dran. Ist nichts. Also und genau hier, die Fußrasten, wenn die schwarzen Farben hier nicht weggeblättert sind und hier man den Verschleiß praktisch sehen kann. Wenn hier immer mit dem Fuß dran vorbeigeschrubbt wird, ja, dann platzt der Lack hier ab und der Auspuff, man sieht hier, wenn ich hier drüber gehe, der ist so gut wie neu. Also das hat sich schon gelohnt. Es hat sich gelohnt, mal weiter weg von zu Hause zu fahren, auch für diese Maschine. Wichtig ist, wenn ihr einen sowas kaufen geht, versucht immer was Zusammenhängendes zu bekommen.
Wir haben hier deutschlandweit sind wir Teile am Suchen. Wir haben die meisten gefunden. Da bin ich auch ganz glücklich. Danke denen, die uns die Teile gegeben haben, die uns das überhaupt mal ermöglicht haben. Ja, und jetzt, wie gesagt, wir bauen auseinander, lackieren neu. Motor kommt jetzt Öl rein, der Ventildeckel kommt runter, die Ventile werden kontrolliert. Da wo der Motor am Kopf jetzt auf der anderen Seite hier ist, okay. Der Motor wird nochmal, wie gesagt, der Deckel auf jeden Fall neu lackiert. Auf der anderen Seite, das sehen wir uns nochmal an. Hier die Gabelrohre werden eine neue Simmerringe reingemacht. Das ist schon mal ganz sicher, weil jetzt haben wir alles noch auseinander, jetzt kommen wir dran. Das Lenkkopflager war auseinander. Das sitzt direkt, wo der Lenker hier oben drauf sitzt. Auseinander gemacht, neu gefettet. Ja, mehr kann man an der Gabel dann vorne nicht mehr tun. So, die Räder kommen runter, kommen neue Reifen drauf. Wenn die Räder runter sind, kriegen wir den Rest gut geputzt. Also das wird noch ein super Rad werden. Für den, der nicht weiß, wie es ungefähr aussieht. Einmal die Seitenverkleidung. Der Willi drückt jetzt mal auf Pause. Dann gehen wir raus. Ich zeige euch mal, wie eine aussieht. Also eine fertige aussieht wie diese. Pause. So, hier die letzte, die ich gemacht habe in Schwarz. So wird die jetzt auf der Hebebühne steht. So, jetzt noch schwenken wir rüber. Näher dran und der Kopf wird gesagt. Okay, so jetzt gehst du ein bisschen noch weiter zurück und nochmal die andere. Also so soll es aussehen, wenn es fertig ist. So, jetzt haben wir noch Matthias an der Baujahr 92. So, nicht so weit weg, das hört man Ton nicht. Hier haben wir noch einen Neuzugang von 1989 ist das hier. So, das ist auch so, auch noch ein kleiner Pflegefall. Motor läuft schon mal mittlerweile gut, aber er qualmt, er braucht Öl. Das heißt Ölabstreifringe oder die Ventilschaftdichtungen. Da haben wir jetzt zwei kleine Probleme, aber die werden wir auch wieder hinkriegen. Aber das ist ein Projekt, das bleibt jetzt erstmal stehen. Bis wir drinnen dann die fertig haben. Weil ich kann nicht 5 Motorräder auseinander machen, da bin ich kein Fan von. Weil ich habe die ganze Bude voll Teile liegen. Irgendwo ist der Platz begrenzt, da will ich mal einmal rüberschwenken, einmal so schwenk. Dann könnt ihr mir mal sagen, wo ich das alles noch hinlegen soll. So, ich sage schon mal hier, aus der Stelle hier danke fürs Zuschauen. Macht ein bisschen Reklame für uns, für die Kawasaki Hobbywerkstatt hier. Es kommt ja jetzt auch auf YouTube, nicht nur in die Foren rein. Ja, wir freuen uns auch schon wie Bolle, wenn wir dann wirklich mal fahren können. Drin der Motorrad, ich denke mal eine Woche ist die auf der Straße, zumindest so fertig. Ja, so, wenn der Willi vielleicht noch ein paar Worte an euch sagen will, nein, der will heute nicht. Er hat heute die Frisur nicht so schön. Aber er lacht gerade wie Bolle. Okay, aber ihr wisst, Willi, das Motorrad hier, wenn ihr mal einen Strahlemann auf der Gasse sieht mit so einem Motorrad und ihr meint, ihr habt ein Mädchen hinter euch, das ist Willi. So. So, das war's von unserer Seite. Ich mache mal Winke, Winke. Ich muss noch schrauben gehen. Das nächste Video kommt in Kürze. Und zwar hat man mich gefragt für eine Gabel. Wir werden in Kürze eine Gabel überholen. Das Video, wie gesagt, gibt es in Kürze. Jetzt muss ich erstmal mit Willi da rein. Wir müssen den Boxkampf dann auch austragen, jetzt, wer jetzt was schraubt und wer was zu sagen hat und wie es gemacht wird. So, ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.